Heute ist der 13.02.2012 und dieses Video ist eine kurze Ergänzung zu dem Sudoku Tutorial Part 1. Zum einen habe ich hier einen Fehler gemacht. Da stand vor j, und jetzt i, j. Hatte aber nur zur Folge, dass sich die Ausgabe um 90 Grad gedreht hatte. Worauf ich kurz eingehen möchte in diesem Video ist weitere Optimierung von unserem Algorithmus. Dazu habe ich jetzt hier einmal eine Startzeit mit eingebaut, Daytime Start. Hier merken wir uns einfach nur die aktuelle Zeit und nach Beendigung ziehen wir die Startzeit von der aktuellen Zeit ab und haben dann so die Laufzeit von unserem Algorithmus. So Zeiten sagen eigentlich nicht relativ viel aus, aber hier geht es jetzt eher um die Verhältnisse. Dazu habe ich jetzt hier mal ein Sudoku voreingetragen, was unser Algorithmus dann lösen soll. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal kurz an. Wir brauchen, so hier ist die Lösung für das Sudoku, und wir brauchen 0,091 Sekunden. Und wir haben 21.000 Rekursionen, also fast 22.000. Schritt 1 zur Optimierung ist unser Checkblock. Hier haben wir, hier checken wir jeweils 9 Zahlen. Allerdings brauchen wir ja die Zeile und die Spalte nicht mehr mit überprüfen. Das heißt, wenn i gleich der Zeile entspricht, können wir einfach weitermachen. Und wenn j gleich der Zeile entspricht, können wir auch einfach weitermachen. So, das wäre Optimierung Nummer 1. Und naja, gut. Das scheint jetzt daran zu liegen, dass der Rechner relativ beschäftigt ist mit der Videoaufnahme. Ich hoffe, bei der nächsten. Ah ja, okay, jetzt kann man ein bisschen was sehen. Verwundert nicht weiter, dass das nicht so ganz viel ist, weil wir im Prinzip ja hier jetzt doppelt so viele if-Abfragen haben und aber trotzdem 5 Zahlen weniger prüfen. Das bringt schon einen gewissen Vorteil und einen riesigen Vorteil bringt die Array-Copy-Methode. Wenn wir statt unser Array selber zu kopieren, diese verwenden, dann können wir einiges an Zeit sparen. Die funktioniert so: Wir geben einmal unsere Quelle an, dann unser Ziel und die Länge von unserem Array. Ich lasse das jetzt nochmal laufen. Und jetzt brauchen wir schon nur noch 0,06 Sekunden. Ich denke, an den iterativen Schritten in diesem Algorithmus braucht man jetzt nichts weiter optimieren. Allerdings, die Rekursion könnte weiter verbessert werden. Wir brauchen jetzt hier 21.926. Und angenommen, wir kennen irgendeine Zahl definitiv, weil zum Beispiel in einer Zeile nur noch ein Platz ist oder an einer Spalte oder an einem Block nur noch einer Platz ist, dann sollten wir die definitiv zuerst eintragen. Auch wenn für ein Feld nur zwei mögliche Lösungsmöglichkeiten existieren, sollten wir damit zum Beispiel anfangen. Ich habe das noch nicht programmiert. Ich denke, da sollte man ein eigenes Video draus machen. Aber einfach mal, um vorzuführen, was für einen Riesenunterschied das macht, tragen wir jetzt mal hier die 1 ein, weil ich weiß, dass hier die 1 hingehört. Und allein schon dadurch sparen wir uns knapp 18.000 Aufrufe und das ist eine Menge. Und hier sieht man auch, was das an Zeit spart. Ich denke nicht, die Vorgehensweise wäre hier zu prüfen, okay, wie viele Nullen stehen in der Zeile, wie viele Nullen stehen in der Spalte und wie viele Nullen stehen im Block und dann jeweils
sich die beste Position rauszusuchen, die am wenigsten Folgemöglichkeiten hat. Ich denke, das sollte man nicht bis zum bitteren Ende treiben, sondern nur so lange, wie das Sudoku vielleicht zur Hälfte ausgefüllt ist und danach dann wieder auf den auf die iterative Brute Force Methode umsteigen. Okay, der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, ist schnell genug. Das stimmt. Wo es mir jetzt hier drum geht, ist einfach, dass der, wenn wir weniger also weniger Rekursionsaufrufe brauchen, brauchen wir auch deutlich weniger Speicher. Und das ist eventuell ganz interessant, wenn wir unsere Anwendungen auf einem mobilen Gerät laufen lassen wollen. Die haben nun mal nicht so viel RAM wie ein Computer. Dazu aber dann, ich denke, morgen mehr. Und hier jetzt einfach mal merken, dass die Ray-Copy-Methode total super ist. Da kann ich auch verraten, die Sort-Methode, das kann man eigentlich nicht toppen. Also selbst wenn ihr euch einen Quicksort selber schreibt mit Multithreading, keine Chance. Und für die Copy-Methode gilt das auch.